Die Qualität virtueller und hybrider Events steht und fällt mit der richtigen Planung. Ein besonders wichtiges Tool dabei ist der Regieplan. Heute zeige ich dir, was in einen Regieplan gehört, wie du ihn nutzt und wie unsere Vorlage dir dabei helfen kann. Herzlich willkommen bei Mindmapped, dem Kanal für alle, die mit Videos mehr erreichen möchten. Mein Name ist Alexander Lorenz und in diesem Video möchte ich dir ein Dokument vorstellen, das du für jeden professionellen Livestream und für jedes hybride oder virtuelle Event einsetzen solltest. Mehr zu hybriden Events und zur professionellen Planung eines Livestreams erfährst du in den beiden verlinkten Videos. Je nachdem, wo du dich umschaust, können dir unterschiedliche Begriffe begegnen. Regieplan, Ablaufplan, Cue-Sheet, Rundown und andere. In der Sache ist es aber immer das Gleiche. Ein übersichtliches Dokument, in dem du und alle anderen Beteiligten deiner Live-Veranstaltung auf einen Blick erkennen können, was, wann, mit wem passiert. Es gibt spezielle Tools dafür, häufig tun aber Excel-Tabellen einen genauso guten Job. Daher freue ich mich besonders, in unserem verlinkten Blog-Eintrag die Mindmapped-Regieplan-Vorlage als Excel- und Google-Spreadsheet-Dokument mit dir zu teilen. Den Link dazu findest du hier oben oder in der Videobeschreibung. Regiepläne können sich stark unterscheiden, abhängig davon, was genau passieren soll. Was aber immer drin sein sollte, eine eindeutige Nummerierung, Startzeiten, Länge der Programmpunkte, Name der Programmpunkte, die beteiligten Personen und die beteiligte Technik. In unserer Vorlage, die sich besonders für Livestreams im Firmenkontext eignet, sind noch ein paar andere Spalten drin. Wichtig aber, der Regieplan ist ein Dokument für Producer, Regie und Technik. Was also zum Beispiel nicht in den Regieplan gehört, sind Details zu gesprochenen Inhalten, Moderationsfragen und so weiter. Kommen wir zur Mindmapped-Regieplan-Vorlage. In der ersten Spalte werden alle Programmpunkte nummeriert. Das erleichtert die Kommunikation mit unterschiedlichen Gewerken und Spezialisten ungemein. Danach folgen die Startuhrzeiten und die geplante Länge des betreffenden Punktes. Dieser bekommt natürlich auch einen Namen sowie eine Beschreibung. In der Beschreibung kannst du zum Beispiel unterscheiden zwischen Interview, Präsentation, Videoeinspieler, Standbild oder Live-Musik. Wichtig ist dabei, dass du einheitliche Begriffe verwendest, die schnell klar machen, was für eine Art von Programm hier stattfindet. Die nächste Spalte ist besonders relevant, wenn du unterschiedliche Personen vor der Kamera hast. In den Spalten Bild und Ton trägst du ein, was im Stream zu sehen und zu hören ist. Wenn deine Veranstaltung hybrid stattfindet, kann es hier auch sinnvoll sein, Spalten zur Bespielung von Monitoren vor Ort oder von Ton im Saal einzufügen. In der Spalte Dateien tragen wir die Dateinamen von Clips und anderen grafischen Elementen ein, die in dieser Szene verwendet werden. Das könnten eingespielte Videos im Vollbild sein, aber genauso gut auch Bauchbinden, Stills oder animierte Grafiken. In der Spalte Kommentar kannst du schließlich all das eintragen, was sonst in der Tabelle keinen Platz gefunden hat, aber wichtig für den Ablauf des Events ist. In der klassischen Zusammenarbeit mit Dokumentenversionen in Excel-Dateien kann es schon mal passieren, dass nicht alle die gleiche Information haben. Dabei ist es für eine Live-Veranstaltung extrem wichtig, dass jedes Gewerk, also Regie, Bildmischer, Kameras und Ton mindestens, auf dem gleichen Stand sind. Wir nutzen für die Zusammenarbeit im Vorfeld Google Spreadsheets und arbeiten dort mit Versionen benennen, um eine klare Kommunikation zu ermöglichen und zugleich immer für alle aktuell zu sein. Am Produktionstag selbst geht aber erfahrungsgemäß nichts über ausgedruckte Regiepläne. Wenn du das erste Mal mit einem Regieplan zu tun hast, kann das Thema ziemlich herausfordernd sein. Insbesondere die Auswahl, was wichtig und was für das Dokument weniger wichtig ist, kann zu Kopfzerbrechen führen. Am Ende ist der Regieplan aber ein lebendes Dokument, das sich in Details auch noch während der Veranstaltung ändern kann. Und das Wichtigste ist, dass die Leute, die damit arbeiten sollen, gut damit zurechtkommen. Deshalb hilft es, den Regieplan so zeitig wie möglich bereitzustellen und in einer Regiebesprechung mit allen Gewerken zu diskutieren. Wenn du jetzt direkt mit einem eigenen Regieplan für ein Live- oder Hybrid-Event beginnen willst, lad dir unsere verlinkte Vorlage runter. Wenn du in Zukunft über Videomarketing auf dem Laufenden bleiben willst, abonniere den Mindmapped-YouTube-Kanal mit dem Motto: Mit Videos mehr erreichen.